Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Frostpunk. Wir spielen das Szenario Die Archen, haben gerade unsere Speer verschnellert, was eine sehr, sehr gute Sache ist. So, dann werde ich mal gucken, was ich hier noch mache. Thermostat, was bringt denn der? Oh, produzieren 33% mehr Kohle, das ist natürlich auch geil. Was haben wir hier? Dampfzentrum Reichweite, Generatorleistung. Das sind alles nützliche Sachen. Krankenhaus würde... Oh shit. Kostet auch wieder einen Dampfkern, ey. Das ist alles so teuer. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal die Wärmedämmung für die Krankenstation basteln, damit die Leute auch schnell wieder raus sind. So. Das sollten wir aber auch noch hinkriegen irgendwie. Puh. Alles nicht ganz so leicht. Aber dadurch, dass ich jetzt hier zwei Forschungsteams habe, kann ich die abwechselnd auf Sonderschichten schicken, was ihnen natürlich überhaupt nicht gefällt, aber hey, da müssen sie jetzt durch. Und dafür haben wir ja unser Freudenhaus mit Spaßgarantie. So. Wenn es hier dann richtig kalt wird, dann muss ich hier auf jeden Fall dort anschalten. Boah. Echt nicht schön sowas. Echt nicht schön. Aber ich glaube mal, wir haben noch eine relativ gute Chance, das hinzukriegen. So, hier ist auch alles gut gewärmt. Ist auch alles warm. Zur Not kann ich das Ding hier noch anschalten, wenn es richtig blöd wird. Ja, kriegen wir hin. Ah, tief durchatmen. Tief durchatmen. Schaffen wir alles. Irgendwie. Da wird es auch schon wieder weniger. Das gab ordentlich... Alkohol. Kippt euch mal ein hinter die Binde, ihr Lieben. Mhm. Ihr habt euch das verdient. Und unsere Speer sind natürlich deutlich schneller jetzt. Das ist echt gut. Hätte ich vielleicht etwas früher erforschen müssen? Gucken wir mal. Ein besonderer Ort in Frostland. Wir können ihn als Wegpunkt für weitere Erkundungen... Wow, schon wieder! Unsere Suche hat nichts Wertvolles enthüllt, aber vielleicht können wir von hier aus noch vielversprechendere Orte erreichen. Okay, was... holen wir uns denn da? Entsorgte Ausrüstung, verschneiter Dreadnought, leerer Schutzraum. Ich glaube mal, ich probiere den Dreadnought. Das klingt immer so nach großer Maschine, die irgendwie im Schnee hängt. Also ich hoffe einfach mal, dass das jetzt das ist, was uns noch ein paar Dampfkerne bringt. Eieiei. Also das ist jetzt gerade echt nicht ganz so leicht. Das wird hier gleich noch kälter. Also die Kohlenproduktion müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen ankurbeln. Wo stöpselst du denn jetzt gerade hin? Ins Stahlwerk, okay. Ja. Oh, hier sitzt ja der zweite dran, genau. Dich mache ich jetzt... Ach, fuck. Zurück nach Hause. Dich setze ich jetzt mal an den Holzkohlenmeiler. Denn das brauchen wir auf jeden Fall. Plack. Und hier können dann... Warte mal, nein, der Automaton sollte besser hier hin. Und am Tag gehen dann die Leute hier arbeiten. Ah, Blödsinn. Raus, hier ran. Und du gehst dann bitte hier zu den Holzsachen und machst ein bisschen Holz. So. Ist das besser? Mhm. Ja. Was wäre natürlich cool, wenn das Ding hier, dadurch, dass es die ganze Zeit Holz verbrennt, wirklich Wärme abstrahlen würde. Macht's aber leider nicht. Das ist voll der Beschiss. So, der letzte Automaton, der kommt dann hier an den Holzkohlenmeiler dran. Das kriegen wir schon hin, irgendwie. So, hier muss ich dann gleich die Heizung einschalten. Unzufriedenheit. Kaltes Zuhause. Ach kommt, Leute, das ist doch nicht witzig. Wow. Heizung einschalten. Upsa. Und hier auch nochmal anschalten. Plöck. Damit da nichts einfriert. Ja, sehr gut.
Boah, Leute, jetzt seid doch mal nicht so empfindlich. Echt jetzt. Wärmedämmung im Gesundheitswesen erforscht, das ist gut. Was brauchen wir als nächstes? Thermostat, Sammelstellen, Wärmedämmung? Nee, eigentlich nicht. Was kostet uns der Spaß hier? Wir brauchen bessere Zuhause. Bessere Zuhauses. Whatever. Wenn die sich hier schon drüber beschweren, dass es so kalt ist. Es ist so kalt. Ich friere. So eine Sauerei. Gemein. Speisehaus außer Betrieb. Okay. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen Wärme reinbuttern, fürchte ich. Damit wir hier auch genügend Zeug haben. So, hier wird gearbeitet. Ja. Etwa 6 Tage. Was soll das denn? Ist euch zu kalt? Nee. Ihr schafft das schon. Nur unser Kohlevorrat ist jetzt halt so ein bisschen kacke. So, schauen wir doch mal, wie der Verbrauch hier aussieht. Wow, das ist ja doch schon ein kleiner Unterschied. Nicht so schön. Ich muss mal überlegen, ob ich dann einen der weiteren Kohlemine-Dinger noch mal so eine Kohlemine hinstelle. Weil ich glaube, das wird dringend nötig werden, damit uns hier keine Pflänzchen wegfrieren. Wow. Ja, immer schön kalt hier. Aber unsere Spieler, die flitzen hier über die Umgebung und gucken sich alles brav an. Das finde ich schon mal sehr gut. Macht mal schneller, Jungs und Mädels. Ihr schafft das. Ich habe da sehr viel Vertrauen in euch. Oh, Mann, Mann. Das ist jetzt kein so bequemes Szenario. Also ich fürchte mal, ohne eine Verbesserung weiterer technischer Sachen werde ich hier nicht gut klarkommen. Aber gut, das ist dann halt Teil des Ganzen. Leichte Frostbeulen. Ein Einwohner ist schwer erkrankt. Ja, das ist natürlich doof. Kann ich jetzt nicht ändern. So, sie sind zurück in der Stadt. Wir haben hier ordentlich neues Zeug mitgebracht. Sehr gut. Ihr könntet ja rein theoretisch noch mal hier hin. Und gucken, was es hier so gibt. Und die hier muss ich relativ schnell wieder zurückziehen, wie es aussieht. So, Stahl haben wir voll. Oh, war das so viel? Krass. Okay. Bitte baut mir einen. Und hier sind sie am Dreadnought angekommen. Ein alter, verlassener Dreadnought, der komplett mit Schnee bedeckt ist. Er liegt schon lange hier. Kohle, Stahl und Dampfkerne. Sehr schön. Dieser Land-Dreadnought wurde nicht für solche Wetterbedingungen entworfen. Vermutlich war er Teil einer der Pionierexpeditionen vor dem großen Winter. Wir haben hier unbezahlbare Rohstoffe gefunden. Yes, noch mehr Kerne. Das ist doch super. Okay. Leerer Schutzraum oder entsorgte Ausrüstung. Was nehmen wir davon? Ich glaube, ich nehme das mal hier. Er muss ja sowieso zurück. Das ist doch mal sehr fein. Mehr Automatone braucht die Welt. Ganz viele sogar. Wow. Es ist hier so kalt. Wow. Ha! Okay, du hast nichts zu tun, oder was? Dann schicken wir dich nochmal hier zur Stahlproduktion, bevor du dich langweilst. Außer Betrieb? Oh, warte mal. Lochkartenrechner erforscht. Okay, was haben wir hier? Schwerer Unfall. Sir, es hat einen Unfall gegeben. Ein Automaton ist auf einen Menschen getreten. Er hat sein Bein zerquetscht und ihn für den Rest seines Lebens zum Amputierten gemacht. Die Einwohner sagen, die Automatone sollen sich langsamer und vorsichtiger bewegen, auch wenn das auf Kosten ihrer Effizienz geht. Wow.
Das können wir uns ehrlich gesagt nicht leisten, liebe Leute. Ich weiß, dass euch das nicht gefällt, dass das nicht so schön ist, aber so läuft das halt hier nicht. So. Geh mal hier bitte arbeiten. Das ist ja mal echt eine harte Nummer hier. Holzkohlenmeiler, hier arbeiten Leute. Hier ist ein Automaton dran. Okay, der holt hier 10,4 pro Stunde raus. Und der hier verbrennt aus 7 Holz 21 Kohle. Okay. Na, hier darf dann der nächste Automaton dann ran. Wow, also dass das hier nicht funktioniert, ist schon so ein bisschen hart. Eiskalt. Oh. Aber zumindest kommt jetzt richtig Kohle wieder rein. Oder? Wird's weniger? Ich glaube, wir haben hier zumindest ein. Wow. Okay. Das ist natürlich nicht so schön momentan. Okay, das muss ich definitiv effizienter machen. Unser nächster Bau wird ein Kohlenmeiler sein, der nächste. Was haben wir denn hier noch? Eine Kohlenmine. Wo könnte ich hier eine hinstellen? Gibt es hier nur zwei Plätze für? Na super. Das ist jetzt zwar nicht so schön, aber gut, da müssen wir jetzt durch. Die sind jetzt hier noch nicht fertig. Das kommt dann als nächstes. Oh, neue Forschung sollte ich noch einstellen. Dampfkohlenmine, Dampfmauerbohrer. Nein, wir brauchen bessere Häuser. Das ist sehr wichtig. Was ist das hier? Industrielles? Wow. Nein, erstmal das Haus. Damit die Leute hier nicht dauernd krank und kaputt werden irgendwie. Ist natürlich extrem wichtig. Die kann ich jetzt hier mal wegtun. Den Automaton schalte ich aus und der darf jetzt hier noch Kohle produzieren. Kohle ist wichtig. Ja, schaffen wir. Der hier baut an der Mauer so ein bisschen. Ja, läuft. Stahlwerk. Zwei haben wir ja jetzt gerade im Bau. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. So, gucken wir doch mal. Essen haben wir jetzt einiges auf Vorrat. Was machen wir mit den Amputierten? Ich könnte sie natürlich in ein Pflegeheim stecken. Wäre eine Möglichkeit. Das machen wir doch mal hier. Zum Pflegeheim. Das finden die Leute gut und ich hoffe mal, dass es uns dann auch was hilft. So, Basisheizstufe ist 2. Wo bringen wir das Ding denn hier noch unter? Oh, hier. Hier könnte das prima reinpassen. Vor allem kriegt das hier auch noch ein bisschen Heizung dadurch mit, dass wir hier ein Dampfzentrum anhaben. Ja, das ist doch mal schön. Ja, so muss das. Machen wir unsere Leute mal so ein bisschen glücklich. So ein bisschen. Und als nächstes bauen wir bessere Häuser und dann frieren die auch nicht mehr so arg und sind dann auch nicht mehr so sehr unzufrieden, wenn es ein bisschen kalt wird. Ach Leute, ich weiß, dass das nicht so schön ist. Die Notfallschichten mögt ihr auch nicht, aber sie sind witzig. Witzig sage ich schon, die sind nötig. Da haben wir halt noch gar nichts jetzt, weil unsere Forscher nicht arbeiten, aber ich denke mal, am nächsten Arbeitstag wird das dann was. Die einzigen, die hier richtig total viel tun, sind die freundlichen Späher, die sich hier durch die Gegend bewegen. Aber gut, den Rest machen unsere Automatone. Ach, kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin.
Oh, was ist das hier? Dieses Ausrufezeichen? Hm. Sagt mir leider nichts, aber egal. Puh. Mann, oh Mann. Ist das kalt. Ich denke mal, als nächste Forschung müssen wir hier dann auf jeden Fall auch die Wärmestufe noch ein Stück hochsetzen, die das Ding hier basteln kann. Das ist nämlich noch nicht sonderlich viel. Ja, wir haben ein Pflegeheim. Die Leute sind glücklich. So, wie kalt ist es da? Es ist kühl. Es geht aber, okay. Ist isoliert. Technologie zur Wärmedämmung im Gesundheitswesen. Jo, läuft. Wie viele Patienten haben wir denn gerade? Okay. Wir verteilen jetzt hier mal so ein paar Zusatzrationen, damit das besser wird. Wir können uns nicht so viele Kranke leisten gerade. Eieiei. Okay, hier kommt dann der Sturm, würde ich mal wetten. Oh, irgendwie bleibt nicht mehr so sehr viel Zeit. Ah, wir arbeiten dran. Kriegen wir alles hin. Irgendwie. Irgendwie! Ich fürchte ja am Schluss, dass das uns wieder um die Ohren fliegt und ich dann bei den letzten 5 Metern echt bangen und hoffen muss. Aber, hey, was soll's. So sieht's dann halt aus. Ah, okay, hier ist die zweite Kohlemine. Dafür brauchen wir dann den Automaton, wenn der hier rumkommt. Das ist schon ärgerlich, dass das hier nicht weitergehen kann. Schauen wir doch mal, ob das jetzt irgendwie was bringt. Eiskalt. Hm. Nee, lassen wir das erstmal. Keine Arbeiter, das muss ich noch isolieren. Also spätestens, wenn das jetzt hier losgeht, also die Arbeitszeit. Ah, okay, hier sind die Speer an der Ausrüstung angekommen. Diese Ausrüstung wurde entsorgt, nachdem das Eis unter dem Anhänger, der sie trug, zusammengebrochen ist. Okay. Diese Ausrüstung muss den Prospektoren oder Forschern gehört haben, die vor uns hier waren. Wir haben uns durch Metallhaufen gegraben, die von dem sich bewegenden Eis zerquetscht wurden. Vieles davon ist nicht mehr zu reparieren, aber wir können immer noch einige nützliche Rohstoffe daraus gewinnen. Oh, Dampfkerne! Okay, ihr dürft nach Hause. Ganz schnell, bitte. Wir brauchen ganz viele Dampfkerne. Wow, das nenne ich jetzt mal eine richtig geile Auswirkung. Okay. Temperatur ist nicht mehr kacke. Sehr schön. Kann ich das hier mal ausmachen? Wie braucht der? Zwei pro Stunde? Hm. Wie viel braucht der? 3 pro Stunde. Okay, warte mal. Dann mache ich den hier wieder on. Und den hier machen wir mal aus. Müsste ja eigentlich auch reichen, oder? Ja. Ist weniger. So. Dann können wir den hier auch mal ausmachen. Der Druck ist normal und gleichmäßig. Das ist doch schön. Nächster Automaton wurde gebaut. Klasse. Darf dann gleich hier Kohlen reinschippen. Da freut man sich doch. Okay, noch mehr Automatone in der Kohlenindustrie. Und der nächste darf dann hier ackern. Okay, was ist das hier? Eine Gestalt in der Ferne. Sir, uns ist etwas in weiter Ferne aufgefallen. Ein kleiner schwarzer Punkt inmitten der weißen, weiten Wüste. Und er bewegt sich auf uns zu. Es könnte sich um einen Überlebenden handeln. Okay. Das ist wahrscheinlich dann irgend so ein Forscher, der uns sagt so, oh, gleich fliegt euch alles um die Ohren. Der fiese Sturm kommt. Ihr werdet alle sterben. Ja. Okay, machen wir den hier auch noch aus. Machen wir jetzt gerade nicht. Ja, sieht gut aus. Sparen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Kohle. Ich guck mal, dass ich hier noch ein Depot baue.
So, unsere motivierten Forscher forschen. Hoffe ich mal, sehr motiviert. Kommt, Jungs, wir brauchen das. Neue Häuser sind sehr wichtig, damit unsere Mitarbeiter und Mitbewohner nicht permanent abfackeln. So, aber ich glaube mal, den Holzkohlemeiler mache ich jetzt erstmal aus. Schick die nach Hause und schick den Automaton hier hin. Die Stadt ist völlig autonom. Gute Arbeit. Die Saatguteichen werden jetzt durch die Automatone versorgt. Es wird sich jetzt um die wichtigen Elemente gekümmert und wir haben noch immer etwas Zeit, bevor uns der Sturm erreicht. Wenn wir überleben wollen, müssen wir reichlich Vorräte herankarren. Die Hoffnung steigt an. Na, das ist doch mal ein schönes Ende. Die Unzufriedenheit ist absolut im Keller. Wir sind voll hoffnungsvoll. Ein weiterer Automaton ist bereit. Das ist doch schön. Ihr Lieben, wir können uns freuen. Der Sturm kommt in 13 Tagen. Juhu. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es auf jeden Fall Laune gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht es gut, bis dahin. Und tschö.